Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Jede Woche gibt es eine halbe Stunde Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek. Ich bin Fumiko Lipp. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist der Morgen des 3. August vor 10 Jahren. Kämpfer des Islamischen Staats fallen in die Sinjar-Region im Norden Iraks ein. Die Region wird vor allem von Jesiden und Jesidinnen bewohnt, einer religiösen Minderheit. Sie gelten unter den IS-Anhängern als Teufelsanbeter. Die IS-Kämpfer töten Männer und ältere Frauen und verschleppen Jüngere. Auch Nadia Murad, die jetzige Friedensnobelpreisträgerin und Menschenrechtsaktivistin. Sie ist unter den Gefangenen. Wir wurden mit einem Bus in eine andere Region gebracht. Sie berührten und demütigten uns. Wir kamen nach Mosul zusammen mit tausenden anderen jesidischen Familien. Wir wurden wie Geschenke unter den IS-Kämpfern ausgetauscht. Ein Mann suchte mich aus und zwang mich zu sich nach Hause. Er vergewaltigte mich, folterte mich. Als ich versuchte zu fliehen, brachte er mich zu den Wächtern und sie vergewaltigten mich alle gemeinsam, bis ich ohnmächtig wurde. Nadia Murad überlebt damals, was eigentlich nicht zu überleben war, einen Völkermord an Jesidinnen und Jesiden, verübt durch den IS. Heute macht sie auf das Schicksal ihrer Leidensgenossen und Genossinnen aufmerksam und hat dafür den Friedensnobelpreis verliehen bekommen. Weitere Stimmen von Überlebenden hören wir heute hier auch im Weltspiegel-Podcast. Bei dem Genozid 2014 sind mehr als 5000 jesidische Menschen bei Massakern ermordet worden. 7000 Jesidinnen wurden verschleppt und versklavt, hunderttausende Menschen vertrieben und viele werden noch immer vermisst. Wie geht es den jesidischen Menschen heute, knapp 10 Jahre nach dem Genozid? ARD-Korrespondent Ramin Sina aus dem Studio Kairo war gerade im Irak und hat sich die Situation vor Ort angeschaut und mit den Menschen gesprochen. Hallo Ramin nach Kairo. Hallo Fumiko. Ramin, du bist in den Irak gereist und wolltest wissen, wie es den Jesiden und Jesidinnen dort heute geht. Bevor wir über die aktuelle Situation sprechen, lass uns kurz zurückgehen ins Jahr 2014. Was ist in der Region genau passiert? Ja, Sommer 2014, ganz furchtbare Zeit in Syrien und Irak, beides Länder, die sehr instabil waren damals. In Syrien herrschte Krieg, der Irak hatte jahrelangen Krieg hinter sich und die Sicherheit in der Region war nicht so gegeben. Und dieses Machtvakuum hat der Islamische Staat, die Terrororganisation, ausgenutzt. Das waren tausende Kämpfer, tausende Dschihadisten, die angeleitet wurden von Generälen, die militärisch und strategisch sehr gut ausgebildet waren. Und die haben dort Stadt für Stadt eingenommen, Dorf für Dorf, und sie haben zahlreiche Massaker verübt. Sie haben sich vor allem gegen Menschen gewendet, die etwas anderes geglaubt haben, die nicht an den sunnitischen Islam geglaubt haben. Sie haben Christen getötet, Jesiden getötet, schiitische Muslime getötet. Es gab zahlreiche Massenhinrichtungen und das wurde dann auch von der UN und auch beispielsweise von der Bundesregierung als Völkermord anerkannt. Kannst du uns noch kurz erklären, wer genau das jesidische Volk denn ist? Jesiden sind eine Minderheit, von denen Hunderttausende im Nordirak leben. Sie haben eine eigene Religion und sie haben auch eine eigene ethnische Identität. Du warst ja gerade im Irak. Wie ist denn die Situation heute da? Nimm uns doch mal mit auf deine Reise. Was hast du so erlebt? Wir sind in das Gebiet der Jesiden, ins Kernland der Jesiden gefahren. Wir sind nach Kojo gefahren. Kojo ist ein Ort, ein kleines Dorf unterhalb des Shingal-Gebirges. Und Kojo ist heute menschenleer. Die Häuser sind komplett in Trümmern. Es gibt einen riesigen Friedhof, weil in Kojo wurden am 15. August 2014 mehr als 600 Jesiden getötet, umgebracht, teilweise enthauptet, teilweise bei lebendigem Leibe verbrannt. Wir sind dorthin gefahren mit einem, der so eine Massenhinrichtung überlebt hat. Kichi Oso heißt er, ist ein Mann Mitte 50, Anfang 50. Und er hat uns mitgenommen raus auf die Getreidefelder vor dem Dorf. Es war wie vor 10 Jahren, pralle Hitze, Mittagssonne. Und es hat ihn sehr erinnert an den 15. August 2014. Es ist sehr, sehr schwer für mich, hierhin zurückzukehren. An diesem Ort war ich eigentlich schon tot.
Wir waren etwa 40 Männer, wir hier unten, die IS-Kämpfer dort oben. Sie haben uns gefilmt, riefen Allahu Akbar, Allahu Akbar. In dem Moment flog ein Flugzeug über uns. Und durch dieses Flugzeug, was da kam, seien die IS-Kämpfer hektischer geworden, hat Oso erzählt. Und ihnen wurde dann befohlen, sich ganz schnell hinzulegen. Dann haben sie angefangen zu feuern. Unentwegt haben sie auf uns geschossen. Die IS-Kämpfer sind kurz gegangen, um die nächste Gruppe zu holen. Da habe ich gemerkt, ich bin unversehrt. Leise bin ich hinter dem Hügel dort abgehauen. Und es ist wirklich wie ein Wunder, dass Kiji Ojo keine Kugel abbekommen hat. Und er hat es dann wirklich geschafft, geduckt, leise zu fliehen. Und er ist über die Berge dann, ja, in Sicherheit gekommen. Bei den Massakern und dem Völkermord sind ja mehr als 5000 jesidische Menschen ermordet worden. Es sind aber natürlich immer noch Jesidinnen und Jesiden vor Ort im Irak. Du hast sie getroffen. Wie geht's ihnen denn jetzt, 10 Jahre danach? Also zumindest sind sie heute in größerer Sicherheit. Also der IS gilt als besiegt, schon seit Ende 2017 im Irak. Da sind internationale Truppen zum Teil einmarschiert, zum Teil aus der Luft haben sie den IS zurückgedrängt. Mittlerweile ist es so, dass die irakische Armee vor allem auch die jesidischen Gebiete kontrolliert. Auch pro-iranische Milizen, auch die kurdischen Peschmerga-Einheiten sind vor Ort. Es ist so, dass Jesiden dort wieder leben können, dass sie auch ihren Glauben ausleben können. Es gibt mittlerweile wieder die religiösen Tempel, zu denen sie kommen können. Und es kehrt schon jesidisches Leben zurück. Das war mein Eindruck, vor allem auch in der größten Stadt der Region Sinjar. Es ist aber zeitgleich so, dass fast alle Menschen, die ich getroffen habe, auf die eine oder andere Weise doch auch traumatisiert sind. Vor allem zahlreiche Frauen. Ich habe Rosa Amin getroffen. Das ist eine 21-Jährige, die vor 10 Jahren gefangen genommen wurde vom IS. Das ist insgesamt 5.000 bis 7.000 jesidischen Mädchen und Frauen passiert, dass sie gefangen genommen wurden. Und sie war 8 Jahre in Händen von einem IS-Kämpfer. Sie wurde missbraucht, sie wurde vergewaltigt. Es gab Folter. Sie haben uns Mädchen die schlimmsten Dinge angetan. 8 Jahre war ich bei ihnen. Mädchen wurden immer wieder verkauft an andere IS-Kämpfer. Manche wurden alle 2-3 Monate an den nächsten weiterverkauft. Wie ist denn die Situation dieser Frauen, wenn die jetzt zurückkommen nach all der Zeit? In welches Umfeld kehren die zurück? Ja, das ist sehr schwierig, vor allem jetzt beispielsweise bei Rosa Amin. Sie hat jetzt in den letzten paar Jahren, nachdem sie dann befreit wurde von der Gewalt der IS-Kämpfer, hat sie in einem jesidischen Camp gelebt. Und diese jesidischen Camps, die sind vor allem in Dohuk, das ist ein paar Stunden weg von Sinjar und von Kojo, von dem Kernland der Jesiden. Und dort leben etwa 150.000 Menschen wie eben Rosa Amin in Camps. Und das sind durchaus schwierige Bedingungen in diesen Camps. Da fehlt es fast immer an genügend Elektrizität, an den Grundnahrungsmitteln, an Wasser. Aber sie haben dort zumindest einen Ort, wo sie leben können, wo sie schlafen können und wo sie sich auch jetzt die letzten Jahre doch sicher gefühlt haben, sehr viele. Das haben sie zumindest erzählt. Jetzt gibt es das Problem, dass die irakische Regierung jetzt verkündet hat, dass diese Camps geschlossen werden sollen. Und zwar schon relativ bald, zum 30.07. Die irakische Regierung sagt einfach, es ist mittlerweile wieder sicher im Kernland der Jesiden rund um Sinjar. Und deshalb sollen die Jesiden dort wieder zurückgehen. Aber das Problem ist, dass zahlreiche dieser Dörfer und auch Teile von Sinjar sind immer noch zerstört. Also viele der Häuser der Menschen, die jetzt in den Camps sind, sind bis heute in Trümmern. Und die irakische Regierung hat ihnen angeboten, 4 Millionen irakische Dinar ihnen zu geben. Das sind umgerechnet 2.750 US-Dollar. Aber sehr viele der Jesiden sagen eben, das ist viel zu wenig und damit kann man kein Haus aufbauen. Und jetzt sind sie wirklich in der Zwickmühle. Also wohin mit ihnen? Ja? Und viele kommen bei Verwandten unter. Aber andere, wie Rosa Amin, die ist 21, ihre Eltern werden seit Jahren immer noch vermisst. Es ist davon auszugehen, dass sie getötet wurden vom IS. Sie hat 2 kleinere Geschwister, also sie ist mit 21 auch verantwortlich für die. Und sie war jetzt eben in Sinjar, als wir sie getroffen haben, auf Wohnungssuche dringend, um irgendwo, ja, einen Ort zu finden, wo sie mit ihren Geschwistern unterkommen kann.
Ramin, du warst ja eben gerade auf deiner Recherchereise im Irak. Wie präsent ist denn der Völkermord an den jesidischen Menschen noch heute? Wie schätzt du das jetzt nach deiner Rückkehr ein? Der ist noch sehr, sehr präsent. Also ich glaube, es gibt kaum eine Jesidin, kaum einen Jesiden, der keine Familienmitglieder verloren hat, Freunde, Nachbarn, Bekannte. Ich glaube, dass eine sehr große Schwierigkeit aktuell darin liegt, für die Menschen einander wieder zu vertrauen, auch religionsübergreifend, auch was die Volksgruppen angeht. Es gibt dort ja Kurden, es gibt schiitische Muslime, es gibt Christen, es gibt Araber, es gibt Muslime, es gibt Jesiden. Und es gibt diesen Vorwurf der Minderheiten an muslimische Nachbardörfer, an die Menschen, an die muslimischen Menschen dort, dass sie sie verraten hätten vor 10 Jahren, als der IS die Region überrollt hat. Und dieser Vorwurf, der wiegt sehr, sehr schwer. Und es gab zahlreiche Jesiden, die mir gesagt haben, das können wir ihnen nicht verzeihen, wir können nicht vergeben. Und da als Gesellschaft in der Region wieder zusammenzuwachsen und diese Menschen leben seit Jahrhunderten Tür an Tür, da gibt es ein Dorf, das ist christlich und 2 Kilometer weiter ist das nächste Dorf muslimisch. Dass sie das schaffen, da wieder zusammenzuwachsen, ich glaube, das ist fast mindestens genauso schwer, wie die ganzen Städte und Dörfer wieder aufzubauen. Ist denn was dran an diesen Vorwürfen? Gibt es Aufklärung in der Region auch über diese Gräueltaten? Sicherlich ist was dran an den Vorwürfen, aber sicherlich auch nicht pauschal. Also es gab ganz viele arabische, muslimische Menschen in der Region, die haben selber gelitten unter dem IS, etwa weil sie Künstler waren oder Musiker waren. Also die waren auch Opfer und das hat sicherlich nicht jeder den Nachbarn verraten. Aber wenn so eine brutale Miliz in dein Dorf kommt und du unter Lebensgefahr bist, dann ja, womöglich hat der ein oder andere einen Nachbarn verraten. Durchaus möglich. Und dann gab es auch die, die haben die Gedanken des IS vielleicht auch geteilt. Die fanden das erstmal gut, dass es wieder ein Kalifat geben soll, einen salafistischen Staat. Diese Menschen gibt es auch, die sind auch immer noch da. Die Frage ist ein bisschen, wo die aktuell sind. Einfach, weil sich heute keiner mehr dahin stellt und sagt, ich fand das alles klasse. Aber es gibt Camps, die werden kontrolliert von Kurden vor allem. Da sind verurteilte Mittäter von damals, also IS-Unterstützer, die damals die Taten gut geheißen haben. Die sitzen jetzt in Camps fest. Aber es ist so, dass sie aktuell unter kurdischer Kontrolle sind. Die haben teilweise auch Gefängnisstrafen abgesessen, bis zu 5 Jahren. Nur der irakische Staat, also die irakische Zentralregierung in Bagdad, die akzeptiert teilweise die Rechtsprechung der Kurden im Nordirak nicht. Das heißt, diese Verurteilten müssten dann nochmal 5 Jahre ins Gefängnis. Das wollen sie selbst natürlich wieder nicht. Und so richtig will sie einfach keiner haben. Also auch die Zukunft dieser Menschen ist auch nicht geklärt. Und was mit denen passiert, wo die hinkommen sollen, wie die sich wieder integrieren sollen, auch ganz, ganz schwer. Also 10 Jahre nach diesem Völkermord und diesem Kalifat im Nordirak gibt es weiterhin wirklich große Probleme. Was nimmst du denn so ganz zentral von dieser Recherchereise mit? Dass es ein ganz, ganz brutales Schicksal gibt für sehr, sehr viele Menschen dort vor Ort, für die Jesiden, für die Christen, aber dass es auch für sunnitische Araber gar nicht so einfach ist, 10 Jahre nach dem IS, weil eben der Vorwurf von Minderheiten oft im Raum steht, dass sie verraten hätten, die Nachbarn, und diese Menschen müssen ja alle zusammenleben jetzt. Also es gibt einfach ein Dorf, das jesidisch ist, das nächste christlich, das dritte ist wieder muslimisch, und wie die es jetzt gemeinsam schaffen, nach vorne zu blicken, auch wieder gemeinsam zu leben. Diese Frage habe ich mir gestellt, als ich rausgefahren bin aus der Region. Und das Schicksal, was die Menschen dort vor Ort erlebt haben. Ich stand zwar auf dem Getreidefeld mit Kichi Oso und er hat mir das erzählt, diese Massenhinrichtung. Also das ist so brutal, das ist so absurd in meinen Gedanken. Lass uns von hier nochmal in die Zukunft blicken. Wie wird es denn für die Menschen oder für die jesidische Bevölkerungsgruppe dort weitergehen, Ramin? Also ich glaube, das größte Problem, was sie jetzt aktuell haben, ist einfach die Schließung der Camps, also was mindestens mal 150.000 Jesiden haben. Sie müssen schnellstmöglich innerhalb der nächsten 6, 7 Wochen einen neuen Wohnort finden. Sie müssen unterkommen bei Familie. Sehr viele würden, glaube ich, auch gerne nach Deutschland kommen. Ich war sowieso überrascht, wie viele Deutsch konnten dort vor Ort. Also es waren zahlreiche Menschen, die jahrelang schon in Deutschland waren. Andere haben uns erzählt, dass sie Familienmitglieder in Deutschland haben. Es war generell ein Gefühl, dass sehr viele Menschen sehr dankbar
sind, dass Deutschland so viele Jesiden aufgenommen hat vor ein paar Jahren und dass auch wir sehr positiv aufgenommen wurden. Das passiert uns jetzt in der arabischen Welt in der letzten Zeit nicht ganz so oft, einfach weil deutsche Medien als sehr pro-israelisch wahrgenommen werden und sehr viele Menschen in der arabischen Welt im Konflikt in Gaza mehr Solidarität für die Menschen in Gaza haben. Und das war schon sehr auffallend, wie viele Menschen gesagt haben, oh, deutsches Fernsehen, deutsche Regierung, vielen Dank, dass ihr geholfen habt. Und ich glaube, das ist schon immer noch das Ziel für sehr viele, nach Deutschland zu gehen. Aber es können nicht alle, beispielsweise auch Kichi Oso, der Mann, der diese Massenhinrichtung überlebt hat, dessen Frau und seine Töchter sind in Deutschland, aber er selbst hat nie Asyl bekommen. Und für ihn ist es ein bisschen ausweglos. Also er ist getrennt von seiner Familie. Er hat kein Heimatdorf mehr, das ist menschenleer. Schau dir das Dorf an, die ganzen Leichen, die ganzen Massengräber. Wie soll ich hierhin zurückkehren können? Und er ist jetzt bei seiner Schwester untergekommen. Ein kleiner Exkurs zu Deutschland. In Deutschland leben ca. 200.000 Jesiden und Jesidinnen. Das ist weltweit die größte Exilgemeinde. Deutschland hat im Januar 2023 die Verbrechen des IS an den Jesiden als Völkermord anerkannt und unterstützt nach Angaben der Bundesregierung als einer der größten Geber die Aufarbeitung der Verbrechen. Mit ihrer finanziellen Unterstützung konnten zum Beispiel Massengräber ausgehoben und Beweismittel für die Gräueltaten dokumentiert werden. Und der Deutsche Bundestag hat versprochen, beim, Zitat, Wiederaufbau zerstörter Städte und Dörfer zur Seite zu stehen. Du hast auch erzählt, Ramin, dass viele dort im Irak Deutsch sprechen. Warum, glaubst du, ist diese Verbundenheit zu Deutschland? Warum wollen auch viele Jesidinnen und Jesiden gerne nach Deutschland? Ich glaube, weil Deutschland sehr offen war nach diesem Völkermord für Jesidinnen und Jesiden. Sehr viele haben Asyl bekommen in Deutschland. Und dadurch sind einfach bis heute sehr viele Jesiden in Hannover, in Stuttgart, in Köln, in Berlin. Und da gibt es Anschluss für die Menschen vor Ort. Und das Bild Deutschlands, auch weil die Bundesregierung eben es auch offiziell als Völkermord anerkannt hat, dieses Bild von Deutschland ist dort im Kernland der Jesiden doch sehr positiv. Danke dir, Ramin, für deine Eindrücke. Und jetzt möchte ich mit jemandem sprechen, der den Völkermord überlebt hat. Dulem Amin Haji. Er ist Jeside, lebt heute in Deutschland, in Tübingen und studiert hier Medizin. Hallo, Herr Amin Haji. Hallo, guten Tag. Herr Amin Haji, Sie haben diesen Völkermord, diesen ja brutalen Angriff des IS auf die Jesidinnen am 3. August vor knapp 10 Jahren überlebt als 17-Jähriger. Wie haben Sie diesen Tag erlebt? Ich bin tatsächlich an dem Tag ganz normal aufgestanden, habe gefrühstückt mit meiner Mutter. Und dann bin ich nach Duhuk, das ist sozusagen die Nachbarstadt von meinem Dorf, gefahren, wollte mich da in der Uni einschreiben und dann kam ich wieder nach Hause. Und dann höre ich meine Mutter schreien, beziehungsweise die sammelt unsere Klamotten und wichtige Dokumente. Und dann dachte ich mir, was ist los, was ist passiert? Und dann erklärte sie mir, dass es Völkermord ist. Genau, und dann war für mich klar, okay, jetzt müssen wir alles verlassen. Ich habe ein paar Dokumente mitgenommen, mir war immer ganz wichtig, das ist mein Abi. Zeugnisse mitnehme, was mich auch tatsächlich mitgenommen habe. Und dann sind wir mit meiner Familie zur türkischen Grenze gegangen am Anfang. Wir haben gehofft, dass wir in die Türkei reinkommen können, fahren und dann, dass wir das auch überleben. Wir haben dann aber feststellen müssen, dass meine Mutter keinen Pass hatte. Und deswegen haben wir da gewartet und gehofft, dass der IS nicht weiterkommt. Und an dem Tag selber habe ich viele Bilder gesehen, habe ich viele Videos von Menschen bekommen aus Sinjar-Gebiet. Ich hatte das Glück, dass ich auf der anderen Seite der Stadt war. Auf einer Seite war Sinjar-Gebiet, auf anderer Seite mein Dorf. Und IS-Mitglieder haben zuerst das Sinjar-Gebiet einmarschiert und haben wir Nachrichten bzw. Telefonate bekommen, auch von Freunden vom Sinjar-Gebiet, dass wir das unbedingt jetzt verlassen müssen. Und an dem Tag tatsächlich habe ich auch zum Beispiel einen meiner bekannten Freunden verloren. Das ist auch Opfer dieser Massaker geworden. Sie wurden also von Verwandten und Freunden gewarnt und konnten rechtzeitig vor den IS-Kämpfern fliehen. In so einem Moment, in dem solche Nachrichten kommen. Wie reagiert man da? Was nimmt man da mit auf die Flucht? Wie kann ich mir das vorstellen? Es ist auf jeden Fall Chaos. Erstens, man weiß plötzlich nicht, was ist wichtig und was ist unwichtig ist.
Jeder kümmert sich um bestimmte Sachen. Also ich, wie gesagt, mir war irgendwie wichtig, meine Dokumente mitzunehmen im Sinne von Abi-Zeugnisse oder aber auch irgendwelches Engagement, Bescheinigungen, was natürlich völlig irrelevant waren an dem Moment, aber irgendwie war mir wichtig. Aber wir haben auch gemerkt, dass wir irgendwie nach ein paar Stunden, dass wir auch einige Sachen vergessen haben, unter anderem zum Beispiel Pässe vergessen haben, dass wir uns darum kümmern mussten, okay, wie ist es mit meiner Schwester, die zum Beispiel auch im Nachbardorf gelebt hat mit ihren Kindern und ihr Mann war in Deutschland, aber sie mit ihren Familie ihres Mannes gelebt hat. Aber wir haben das irgendwie dann realisiert, okay, wir haben noch Bekannte und Verwandte, die in der Region leben, die vielleicht nicht zum Beispiel das Privileg haben, ein Auto zu haben. Dazu gehörte auch, wenn wir kulturell betrachten, dass viele, zum Beispiel beziehungsweise Frauen, nicht Auto fahren können. Es gab Autos, es gibt aber keinen FahrerInnen, die das fahren können. Deswegen auch, wenn man jetzt hinein betrachtet, als mein letzter Besuch in den Irak, habe ich gesehen, dass zum Beispiel die meisten Frauen bei mir im Dorf können jetzt Auto fahren, beziehungsweise haben auch den Führerschein. Das heißt, es sind Kleinigkeiten, die tatsächlich plötzlich eine riesige Rolle spielen und es ist eigentlich Schock. Also es hat Tage gebraucht, um zu realisieren, dass wir nicht zurückkommen. Also ich habe gesagt, okay, ich kann einfach mit Flipflop und jetzt mit meiner Hose einsteigen, als ob ich gerade, keine Ahnung, auf einem Besuch wäre, meine Verwandte. Aber zu realisieren, das ist, nee, also es kann sich um Tage, Wochen oder auch Monate kann dauern, bis man wieder zurückkommt. Und das war sozusagen erst nach ein paar Tagen haben wir das realisiert. Und klar, dazu gehört auch der Alltag. Plötzlich gab es keinen Alltag, sondern das Warten war sozusagen unser alltägliches Brot. Warten, worauf, wissen wir selber auch nicht, worauf, weil man weiß nicht, wann die Lage besser wird. Es hat bis 2018, 2019 gedauert, bis die komplette Region von IS befreit wurde, wenn man überhaupt von Befreiung sprechen kann. Heute leben Sie ja in Deutschland, in Tübingen, haben gerade Ihr erstes Staatsexamen in Medizin bestanden. Und haben Sie denn noch Kontakt in den Irak auch zu, gibt es noch Verwandte oder Freunde, die dort geblieben sind? Ich komme aus einer sehr großen Familie, würde ich behaupten, die genaue Anzahl meiner Verwandte habe ich nicht. Ich glaube, wir brauchen extra eine Statistik dafür, aber ich habe 9 Geschwister. Wir sind 7 Geschwister hier in Europa, eine Schwester in Schweden und dann die anderen hier in Deutschland. Und das heißt, ich habe noch 3 Geschwister im Irak und ich habe viele Verwandte, Bekannte, Freunde, die noch da leben. Und ich war 6 bzw. 7 Jahre nicht im Irak, durfte nicht in den Irak reisen aufgrund meines Flüchtlingsstatus. Wenn man den Status hat, darf man einfach nicht wieder in die Heimat reisen. So ist es per Gesetz. Bis ich die Staatsangehörigkeit bekommen habe, das war 2021, genau, beziehungsweise Anfang 2022 habe ich offiziell die Staatsangehörigkeit bekommen und dann durfte ich dann in den Irak reisen. Wann waren Sie denn das letzte Mal dort? Mein letzter Besuch war im September, genau. Dann habe ich wieder die Lage sozusagen nach so vielen Jahren gesehen, was sich verändert. Wie ist die Lage? Ja. Was hat sich verändert? In meiner Region selber hat sich einiges verändert, kulturell, aber auch zum Thema Sicherheit zum Beispiel. Klar, die Region ist noch sehr umstritten, weil auf einer Seite sind natürlich die irakische Armee, also Bagdad als Hauptstadt vom Irak, die die Kontrolle hat. Auf der anderen Seite sind immer noch die Peshmerga, das ist die kurdische Streitkräfte. Dann haben wir viele Milizgruppen, die auch vom Iran unterstützt werden, die auch in der Region sind. Und das wäre von der Sicherheitslage. Menschen sind immer noch unsicher, fühlen sich auch unsicher. Ich habe jetzt, mein letzter Besuch war 11. September, habe Menschen gesprochen, auch meine Verwandte, Bekannte, die immer eigentlich von einem Thema sprechen. Okay, wir wissen nicht, wann es wieder so weit ist, weil die Lage von Jesiden hat sich generell nicht verbessert. Und wir haben natürlich immer noch knapp 3000 Frauen, die in der IS-Gefangenschaft sind, obwohl die gesamte Region befreit wurde. Aber wir wissen immer noch nicht, wo diese Frauen sind zum Beispiel. Herr Amin Hadji, Sie leben ja in Deutschland und Deutschland hat ja im letzten Jahr den Völkermord an der jesidischen Gemeinschaft auch anerkannt durch den IS. Was haben Sie sich denn von Deutschland auch vielleicht erhofft? In erster Linie hat man gehofft, dass wir endlich mehr Schutz bekommen, sowohl im Irak als auch hier in Deutschland. Schutz im Sinne im Irak, dass wir mehr, dass die Europäische Union, beziehungsweise in dem Fall Deutschland, mehr Druck auf die irakische Regierung übt und sagt, hey, es ist die Zeit, dass die Jesiden wieder zurückkehren dürfen, dass man die Infrastruktur baut,
In Deutschland hat man gehofft, dass wir vielleicht auch mehr Schutz bekommen im Sinne von mehr Asyl. Auf der einen Seite wird der Völkermord anerkannt und wird auch so gut wie mit einer absoluten Mehrheit im Bundestag. Alle Parteien sind dafür, dass die Jesiden Schutz brauchen. Alle Parteien anerkennen das Leid der Jesidinnen und Jesiden im Irak. Aber auf der anderen Seite praktisch ist ganz anders. Menschen werden abgeschoben und das ist, was tatsächlich viele Menschen auch hier unsicher macht. Herr Aminhadji, mit Blick auf die Zukunft, was würden Sie sich wünschen? Oh, eine gute Frage. Klar, in erster Linie Anerkennung der Asylanträge der Jesiden. Das wäre das schon mal ein realistischer Traum sozusagen. Aber auch, dass man mehr über die Jesiden erfährt, mehr über das Leid der Jesiden. Und aber auch, dass man tatsächlich irgendwie schafft, einen sicheren Ort für Jesiden zu haben. Ist egal wo, egal wie, egal wann, aber dass man einfach als Jeside im 2024, 2025 keine Angst haben soll, zu sagen, ich bin Jeside, ich glaube an Gott, aber ich glaube an keine Heilige Schrift. Und das wäre mein Traum, mein Wunsch für die Zukunft, dass ich keine Angst haben soll, zu sagen, ich bin Jeside. Dulem Aminhadji, herzlichen Dank für Ihre sehr persönlichen Eindrücke. Vielen Dank für das Interview. Das war der Weltspiegel-Podcast mit dem Thema Vom IS ermordet, 10 Jahre nach dem Völkermord im Irak. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für euch. Lost in Nahost. Der Podcast, der ordnet für euch Hintergründe im Nahostkrieg ein. In den neuesten Folgen erzählt Host Ann-Kathrin Wetter, wie es zur Gewalteskalation kommen konnte und nimmt uns mit zu den Menschen aus Israel, in den Gazastreifen und ins Westjordanland. Den Podcast, den findet ihr wie uns auch in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Lasst uns gerne ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folge des Weltspiegel-Podcasts mehr. Und wir freuen uns über eure Meinung zum Podcast. Schreibt uns an weltspiegel.digital@ard.de oder in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Wir haben diese Folge des Weltspiegel-Podcasts am 12. Juni 2024 aufgenommen. Ich bin Fumiko Lipp. In der Redaktion waren Julia Schuster und Nils Kopp. Produziert haben Eileen Göpfert, Kajetan Bernrieder und Florian Mayhöfer. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.